Herzlich willkommen. Mein Name ist Heiner Niemann von Digital Audio Service. Ich bin bei Digital Audio Service für die Projektierung und den Vertrieb zuständig und bin dort schwerpunktmäßig eigentlich mit kompletten Projekten beschäftigt. Der Schwerpunkt für dieses Video heute ist die Erfahrung, also die Teilung meiner Erfahrung mit dem QSA-System. Wir sind hier heute bei Tonic Studios und da möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Tobias und Yannick, die uns ermöglichen, hier in dem Studio B, das wir auch gebaut haben, dieses Video zu drehen. Worum geht es? QSA-System. Die QSA-Software ist sehr, sehr umfangreich und ich möchte einfach anfangen mit meinen Erfahrungen. Ich hatte 2015 das Projekt bei Rotorfilm realisiert und bei Rotorfilm ist das Studio ein Studio F, das legendäre Studio F, das ich bereits 2001 damals mit einer 10 Meter breiten Harrison-Konsole ausgerüstet habe, ist komplett erneuert worden mit einer S6 von Avid, 64-kanälig. Und da war die Aufgabenstellung, das ist das einzige Studio, was in Deutschland oder in Europa Dolby Atmos und Auro 3D Max ermöglicht. Da ging es darum, dass 78 Lautsprecher über eine Steuersoftware gesteuert werden müssen. Da gibt es nicht viele Systeme, die so leistungsfähig sind. Also habe ich zusammen mit dem Kunden von Rotorfilm besprochen, wie wir dieses Problem lösen. Und dort habe ich dann das QSA-System auch für mich entdeckt. QSC hat das QSA-System 2011 auf den Markt gebracht. Das war ein Projekt für die, wo sie also softwarebasierend, auf Linux basierend, einfach die DSP-Power zusammen mit ganz, ganz vielen Bausteinen vereint haben. Man kann mit dem QSA-System sehr, sehr flexibel alle Möglichkeiten programmieren, die man so braucht. Also es wird in Flughäfen eingesetzt, es wird in Musicals eingesetzt, es wird bei Disneyland, bei Disney World eingesetzt. Wir kennen das vielleicht alle auch als Room-System, wo also mit Raumteilungen, Team-Session verschiedene Techniken abgebildet werden, sodass die Räume multifunktional nutzbar sind und über ein Touchpad dann bedienbar sind. Für mich ist das QSA-System aber ein extrem wichtiges Werkzeug für die Tonstudiotechnik. Dazu möchte ich einfach mal anfangen und erzählen, wie ich ein ADR-Studio als Konzept sehe. Da haben wir im Prinzip ein QSA-System, das generell die gesamten Komponenten steuert. Ich habe in einem Tonstudio meine Mikrofone, habe meinen Mikrofonvorverstärker, brauche mein Audiointerface und habe hier über das iPad, was wir auch hier sehen, in diesem Tonic-Studio, die komplette Kontrolle für ein ADR-Studio. Wichtig bei einem Tonstudio, das Synchronaufnahmen leisten soll, ist die extrem hohe Qualität und auch die Beanspruchung der Technik, dass so gut wie keine Störungen stattfinden. Man darf dabei nicht vergessen, dass ein Synchronstudio-Komplex oder eine Synchronaufnahme immer aus vielen Mitarbeitern besteht. Das heißt, man hat den Regisseur, man hat den Schauspieler, den Sprecher, man hat den Tonmeister, man hat den Cutter. Die müssen als Team zusammenarbeiten und müssen dabei auch entsprechend viele, viele Takes pro Schicht, pro Tag leisten. Das heißt, eine Störung ist dort problematisch, weil dann eventuell ganze Drehtage auch wegfallen. Bei einem
Sprachaufnahmeprozess gibt es viele verschiedene Anforderungen. Dazu zählt natürlich auch die Intercom, das Kommando. Es muss ein Kommando vom Regisseur ins Studio gegeben werden. Da das Mikrofon im Studio offen ist, muss die Hauptabhöre in der Regie gedimmt werden. Der Cutter, der möglicherweise im Studio sitzt, muss auch ein Kommando geben können, muss auch sagen können, klappt oder ist gut oder es müsste nochmal gesprochen werden. Das heißt, dass wenn der Cutter spricht, muss auch die Abhöre des Einspiellautsprechers im Studio gedimmt werden. Und jetzt wird kompliziert. Durch die Corona-Pandemie hatten wir extrem viele Remote-Aufnahmen und Remote-Regie-Zuschaltungen. Das heißt, ein Regisseur sitzt extern irgendwo in seinem Zimmer, in seinem Wohnzimmer und begleitet die Synchronaufnahme und möchte da auch entsprechend Kommando geben. Das heißt, ein Kommando von einem externen Studio oder von einer externen Einheit, von einem externen PC, muss auch im Studio hörbar sein, in der Regie hörbar sein. Das führt zu weiteren komplizierten DIMM-Funktionen, damit man keine Rückkopplung hat. Diese ganzen Funktionalitäten kann ich in dem QSIS-System abbilden. Das heißt, die gesamten Signalisationen können kundenspezifisch, können individuell gedimmt werden und so hat man eine extrem hohe Sprachverständlichkeit. Es geht sogar so weit, dass ich sage, wenn ein Film sehr, sehr laut ist, dann kann es sein, dass es sinnvoll ist, dass ein externer Regisseur, wenn er dann über die Space-Taste sein Kommando gibt, dass es sinnvoll ist, den Film zu dimmen. Also die Lautheit in der Regie und im Studio zu dimmen. Und das kann ich mit dem QSIS-System leisten, weil ich eben über die SessionLink Pro Anbindung das Signal bekomme, feststelle, der Regisseur will was sagen und ich kann im Prinzip über eine Pegeladaption erkennen, da kommt ein Signal und ich dimme die Hauptabhöre. So etwas geht nur mit einem QSIS-System oder mit irgendeinem Plugin in einem Pro Tools oder Nuendo. Es geht aber primär darum, das Ganze vom Bedienkonzept her auch bedienbar zu halten. Und diese Bedienbarkeit schaffe ich über ein entsprechendes iPad-Interface. Das kann ich kurz mal zeigen. Hier habe ich ein klassisches iPad, eine klassische iPad-Oberfläche von einem Synchronstudio mit Pro Tools. Da habe ich die Möglichkeit, das Home-Office Interface zu aktivieren. Ich kann sagen, ich möchte eine Regie haben, ich möchte einen externen Sprecher aufnehmen. Über diese Schaltungslogik, die ich einfach aktiviere, habe ich die gesamten DIMM-Funktionen, die gesamten Audioverschaltungen automatisch gesetzt. Das heißt, der externe Regisseur bekommt automatisch das Signal, was ich in der Regie höre. Der externe Artist, der externe Synchronsprecher, bekommt automatisch das Signal, was im Studio wiedergegeben wird. Ich habe hier in dem gesamten iPad die Möglichkeit, meine Pegel einzustellen. 75 dB SPL ist die normale Abhörlautstärke. Bei lauten Filmen geht man runter. Ich kann im Prinzip Vorband, Hinterband schalten. Ich habe in diesem Fall, das ist jetzt ein spezielles Tonstudio gewesen in Berlin, wo ich also den Dialog Deutsch, IT, Optionals-Kanäle und Add-ons und O-Ton aktivieren kann als Hinterbandprozess. Das ist für aufwendige Kinoproduktionen wichtig, dass man im Prinzip verschiedene Kanäle noch dazuschalten kann. Im Vorbandfalle höre ich dann halt ausschließlich den O-Ton und natürlich das Mikrofon, wo der Schauspieler gerade anfängt, den O-Ton zu hören
und den deutschen Dialog darauf zu lernen. Ich habe zusätzlich die Möglichkeit, noch über eine Mute- und Solo-Schaltung schnell mal meinetwegen die Surrounds auszumachen oder nur mal zu gucken, wie ist das Material eigentlich. Das ist ein Add-on, eine Matrix im Prinzip. Eine Matrix, wo ich also mit Mute und Solo verschiedene Kanäle mir anhören kann. Dann habe ich auf der Studio-Seite die Möglichkeit, dass das Kommando lauter und leiser gemacht werden kann von der Regie, das Kommando zum Kopfhörer lauter und leiser gemacht werden kann. Diese Tasten sind üblicherweise in einem Sprecherpult integriert. Damit kann der Schauspieler sich dann O-Ton anmachen oder Ego, es heißt in Berlin Ego, bei uns in Hamburg sagt man Deutsch. Er bekommt noch ein Einsatzlicht. Also in meinen Studios habe ich nach Möglichkeit immer noch die Möglichkeit geschaffen, das seit den 80er Jahren übliche Einsatzlicht zu machen. Wenn ein Schauspieler aus dem Off ins On kommt, weiß der Regisseur, der meistens auch das Synchronbuch geschrieben hat, am besten, wann der deutsche Dialog anfangen soll. Und gerade bei Kindern oder bei Leuten, die unsicher sind in der Synchron, gibt der Regisseur dann die Information, jetzt sollst du sprechen, und dann kommt er irgendwann ins On und ist dann automatisch synchron. Das ist halt nur ein Lichtsignal für den Einsatz. In dem Fall haben wir hier noch eine Vorhangsteuerung. Da kann man im Prinzip innen und außen noch in den Aufnahmestudio die Akustik verändern. Damit kann man im Prinzip die Wände, also die Vorhänge, dann schieben. Wir haben ein Cutter-Kommando. Der Cutter hat seine eigene Taste. Die kann man hier im Prinzip im iPad auch nochmal abbilden. Und wir haben schlussendlich in der Audioübersicht noch diverse Einstellmöglichkeiten, die aber normalerweise alle in Blau sind. Das heißt, dann sind sie in dem Preset, so wie es sein soll. Man kann aber auch hier die einzelnen Signalwege noch manipulieren, falls es eben zu leise, zu laut ist. Das war das Konzept eines Berliner Studios in Verbindung mit Pro Tools. Jetzt möchte ich das Konzept vorstellen, das wir hier bei Tonic realisiert haben. Da haben wir als Plattform, als Workstation, nicht Pro Tools, sondern Nuendo, ein Nuendo PC, und wir haben zusätzlich ein SessionLink Pro Mini-PC, der im Prinzip dann TPN-konform auch die externe Regie oder externe Schauspieler dazu schalten kann. Und da sieht die Oberfläche jetzt so aus. Wir haben hier ein paar Sachen noch als Reserve vorgelassen, weil es gibt hier immer noch weiteren Entwicklungsbedarf, Anwendungsbedarf, wo noch Wünsche realisiert werden können, die wir dann hier auch abbilden können. Wichtig ist hierbei, das kann man hier im Prinzip auch wunderbar sehen, das ist exakt dasselbe, das ist live. Da haben wir also die Möglichkeit, den Artist dazu zu schalten, die Regie dazu zu schalten, und wie ich sagte, bei lauten Filmen können wir auch hier noch die Dimm-Funktion realisieren. Wir haben auch hier wieder die Einstellmöglichkeit Kommando-Sprecher. Wir haben Kommando-Headphone. Wir haben Kommando vom SessionLink Pro, also vom externen Regisseur. Und wir können eben auch das Volume definieren, wie laut im Prinzip die Regie, die externe, das Signal von der Regie hier hört. Und haben dann im Prinzip nur noch die Kopfhörerwege, Einspielweg Mono, und hier haben wir in dem Falle eine reine 3.0-Situation, sodass wir eine Stereo-Wiedergabe für das IT machen oder für den O-Ton, und die Sprache kommt generell dann aus der Mitte raus. Das ist ein relativ simples Setup, weil Pro Tools deckt ja keine ADR-Funktionalität ab. Das muss mit einem externen System oder mit einem Plugin gelöst werden. Bei Nuendo ist ja die gesamte ADR-Funktionalität im System abgebildet. Das heißt, wir können die Schleifensteuerung, den Pre-Roll, die Aufnahme
also den Deutschton können wir im Loop-Betrieb innerhalb vom Nuendo einfach bedienen. Und man kann im Prinzip sofort mit dem Nuendo loslegen. In dem System werden dann im Prinzip die Sachen dargestellt und abgebildet. Und hier gibt es bei Tonic noch eine Besonderheit. Da habe ich noch die Möglichkeit zu sagen, ich habe mein Artist Local. Das heißt, Sie haben das Aufnahmestudio, was wir dort sehen, vermietet, steuern mit dem Vorverstärker den Pegel, stellen Sie ihn einmal ein für Off- oder Doku-Aufnahmen, würde das vollkommen reichen, oder für einen Podcast. Da stellt man einmal ein Pegel ein und ein externes Studio schaltet sich auf das Studio und nimmt Hamburger Sprecher in Hollywood auf, während Tonic diese Regie anderweitig nutzen kann, zum Beispiel zum Editieren oder für kleine Vormischungen. So hat man im Prinzip einen doppelten Nutzen aus diesem gesamten Komplex. Das ist halt gemeint mit der Artist-Local-Situation. Nachdem wir jetzt die Synchronstudio-Situation sowohl in Berlin mit Pro Tools schwerpunktmäßig, in Hamburg mit Nuendo schwerpunktmäßig mal besprochen haben oder ich demonstriert habe, möchte ich noch mal grundsätzlich zum QSC-QSIS-System mehr Details erzählen. Also das QSIS-System ist ein Baukastensystem, wo ich ganz viele Audiokomponenten habe, wo ich also Audioempfänger habe, Audiosender habe, Mischpulte habe, Gain-Control habe, wo ich auch eine komplette Audio-Equalisation machen kann, also Raumentzerrung machen kann, wie ich das jetzt hier demonstriere, in einem ganz einfachen 5.1-Umfeld habe ich halt hier meine linken, meinen rechten, meinen Center-Lautsprecher, mein LFE, Left 2 und Right Surround. Hier habe ich jetzt einmal dargestellt, wie so eine Raumentzerrung aussieht. Alle Synchronsysteme, die ich seit 2017 gebaut habe, haben eine Raumentzerrung, wenn ein QSIS-System im Einsatz kommt. Hat den wesentlichen Vorteil, dass man einfach schon bereits in der Aufnahme exakt beurteilen kann, wie das Audiosignal ist. Viele Studios müssen das nacharbeiten, mühsam in der Mischung nachher. Das ist hier nicht der Fall. Hier kann wirklich eine klangliche Komplettbeurteilung geleistet werden. Des Weiteren hat das QSIS auch ganz viele weitere Features, die rein steuerungstechnischer Natur sind. Das heißt also, man kann Signalisationen machen, man hat GPIs, Eingänge und Ausgänge, Tasten und Lampen, um also jetzt Kommandotasten abzubilden, um jetzt Ruftasten abzubilden, um jetzt bestimmte Aufnahmesperren abzubilden oder auch das Rotlicht an der Tür anzuschalten oder Räume im Prinzip zu verbinden. Bei komplexen Kinoproduktionen ist das QSIS in der Lage, im Prinzip mit den GPIOs und mit den analogen Features, wenn jetzt ein QSIS für mehrere Studios da ist, dass man sagen kann, man kann im Prinzip mehrere Studios zusammenlegen und mehrere Studios nutzen, Aufnahmestudios nutzen, von einer Regie aus, um die Aufnahmen zu machen. Des Weiteren, also ich arbeite generell auf AES 67 Basis oder auf Dante Basis. AES 67 Basis immer dann, wenn wir also mit Merging zusammenarbeiten. Merging ist auf Ravenna basierend. Das Netzwerkprotokoll hat aber eben auch eine AES 67 Möglichkeit und AES 67 Etablierung von Datenströmen ist dann direkt zwischen Merging Hardware, HAPI, Horus oder dem Anubis möglich und ich habe dann Audiointerface, die ich nutze vom HAPI, vom Horus, vom Anubis, um Mikrofonie zu machen, um Audioausgabe zu machen. Ich kann im Prinzip auch netzwerkfähige
LAN-fähige Verstärker anbinden, um in komplexeren Tonstudios, die jetzt zum Beispiel Dolby Atmos Mischstudios darstellen, dann über Ravenna bzw. über AES-67 oder Dante die Audiosignale zu den Lautsprechern zu transportieren. Ich habe QSIS kennengelernt 2015 und da möchte ich einfach nochmal Rotorfilm darstellen. 470 Quadratmeter Raumgröße, 10 Meter Deckenhöhe, wunderbare Ausleuchtung. Wir haben halt die Surround-Lautsprecher auf der Höhe der Dolby Atmos-Geschichte. Wir haben aber auch noch auf der zweiten Reihe Surround-Lautsprecher und in der Decke dann zwei Reihen. Das heißt, wir haben einfach insgesamt 78 Lautsprecherwege in diesem Studiokomplex. Und da ist eine Programmierung notwendig gewesen, die sehr, sehr anspruchsvoll war. Das ist die Bedienoberfläche von dem iPad bei Rotorfilm. Da sieht man sehr, sehr viel Funktionalität. Aber hinter dieser Funktionalität stecken auch ganz, ganz viele Audio-Processing-Änderungen, weil wir in einem Atmos-Setup andere EQs haben, nämlich keine EQs haben. Da übernimmt in dem Fall bei dem Studio jetzt der Renderer die EQs für sämtliche Surrounds. Da habe ich nur noch die Front, die besteht aus Meyer Sound oder GBL. Meyer Sound und GBL sind in diesem Falle dort direkt verbaut. Wahlweise kann ich dann im Prinzip auch schnell auf die Front GBL gehen. Die Front wird also im Prinzip bei 3D Atmos vom Renderer erledigt. In dem Moment, wo ich aber auf Pack oder Direct gehe, 5.1, 7.1 in dem Falle, erfolgt im Prinzip das gesamte EQing über das QSIS-System. In dem Falle haben wir noch das Core 500 verbaut. Das gibt es heute nicht mehr. Das war, wie gesagt, 2015. Jetzt würde das vergleichbare System das Core 610 sein. Wir haben in dem Umfeld aber zusätzlich zu berücksichtigen, dass wir auch 3D Auro in den verschiedenen Formaten machen müssen. 5.1, 7.1, 11.1, 13.1. Dann haben wir noch die IMAX Features programmiert. In allen Setups sind die EQs anders, sprich linear einzustellen. Und in dem Falle bei Auro übernimmt nicht Auro 3D Max das EQing, sondern das QSIS. Das heißt, alle 78 Lautsprecher werden raumentzerrt über den QSIS Core. Wir haben bei 5.1 Atmos die Situation, dass wir eine Seiten-Surround haben, wo also meistens der Lautsprecher 3 bis 7 in dem gesamten Band links angesteuert wird mit minus 2 dB und die hinteren zwei, hier sind es hinteren drei Linken, werden dann mit minus 4 dB angesteuert, sodass ich in Summe wieder auf meine 82 dB komme. Wenn ich auf 7.1 gehe, habe ich das separat, dann habe ich die linke Seite mit meinen 82 und die hintere mit meinen 82 dB. So wird alles automatisiert, je nachdem, welche Formate angewählt sind, auch selektiert und scharf gemacht. Zusätzlich hier haben wir noch eine Situation, wir haben 2,35, also für CinemaScope-Effekte. In dem Moment, wo wir jetzt auf ganz normales Kinoformat 1,85 schalten, geht ein Cache davor. Der Cache ist nicht ganz schaltdurchlässig. Der hat eine leichte andere EQ-Kurve. In dem Moment wird hier im Prinzip die 1,85 angewählt und das EQing für die ganz linken, ganz rechten Lautsprecher wird automatisch angepasst. In dem Setup, weil dieses Studio, was einfach fantastisch aussieht, wird auch für Präsentationen genommen, für Veranstaltungen genommen, haben wir noch eine PA-Möglichkeit, sodass also die vorderen Lautsprecher da dann entsprechend genutzt werden können,
um Präsentationen zu machen. Also dieses gesamte Setup ist höchst komplex. Ich habe hier jetzt noch eine weitere Funktion gebaut, eine sogenannte Matrix, wo ich im Solo-Mode ohne Ledge schnell alle Kanäle einmal durchsteppen kann und gucken kann, kommt alles an. Ein weiterer interessanter Feature ist, wenn ich Solo Ledge sage und ich nehme jetzt die Left-Top Surround und die Right-Top Surround Variante rein, höre alles nur von oben. Ich will jetzt bestimmte Vogelgezwitscher wirklich nur von oben hören. Wenn ich jetzt Mute drücke, dann höre ich nur alles unten und höre die Oben-Situation nicht. Wenn dann noch Vogelzwitscher durchkommt, weiß ich, ich habe Mischfehler. Und diese Funktion habe ich noch auf die Spitze getrieben, indem ich alle Lautsprecher einzeln anwählbar gemacht habe, auch mit einer Solo-Ledge-Funktion, mit einer Mute- und einer All-Funktion, sodass wir wirklich jeden einzelnen Lautsprecher einmal durchsteppen können. Bei Kommando kann man im Prinzip hier noch den Dim-Level einstellen, oder wir haben im Prinzip ein Dim-Level, und hier wird im Prinzip auch noch der IMAX-Mode eingestellt. Also dieses gesamte System, das hat auch wirklich ziemlich lange gedauert, also mehrere Wochen, weil das Anforderungsprofil ist bei der Installation immer mehr und mehr gewachsen. Und so fatal das klingt, aber das Projekt war mein erstes QSIS-Projekt, und aber auch parallel das komplexeste, was ich je programmiert habe. Das war jetzt die Übersicht über unsere oder meine QSIS-Erfahrungen. Hier möchte ich jetzt noch einmal abschließend das Tonic Studio zeigen von der Gesamtoberfläche. Wir haben hier jetzt die iPad-Oberfläche. Wir sind jetzt verbunden mit dem Core. Wenn ich jetzt hier Dim drücke, Mute drücke, erscheint im Prinzip das auch. Ich kann die Lautheit hier einstellen. Ich kann also im Prinzip hier wieder meine Soll-Geschichte definieren. Ich gehe also so weit, dass ich also im Prinzip auch einen Hidden Button gemacht habe. Wenn man jetzt irgendwo versteckt ist, dann kann man also hier einfach raufdrücken, bekommt automatisch die Soll-Lautstärke, wie man abhören sollte, auch hin. Ich kann Kommando machen. Das Kommando wird dann da auch angezeigt. Ich kann natürlich auch hier Kommando drücken. Wenn einer in der zweiten Reihe das iPad nimmt, kann er im Prinzip mit dem iPad auch Kommando drücken. Dadurch, dass es hier ein Grenzflächenmikrofon ist, haben wir auch eine sehr, sehr hohe Sprachverständlichkeit. Hier habe ich die Möglichkeit, im Prinzip den Session Link Pro zu aktivieren mit Artist und Artist Local, mit externer Regie, mit und ohne DIM. Und als kurze Übersicht nochmal, wie die Programmierung jetzt aussieht. Das ist jetzt unsere Programmierung. Hier haben wir im Prinzip die Receiver. Da haben wir dann entsprechend die Sender, die das Signal rausgeben. Und haben im Prinzip dann dazwischen das gesamte Processing. Das sieht jetzt ein bisschen wild aus. Das liegt aber daran, dass wir also jeden einzelnen Weg mit einer unterschiedlichen, je nach Kundenwunsch, DIM-Größe auch dimmen können. Das heißt also, die DIM-Level sind studioabhängig oder können studioabhängig sein und können gewünscht sein, dass ich mal 15, mal 10, mal 12 dB mache. Hier habe ich komplett individuelle Anpassungsmöglichkeiten. Hier habe ich dann im Prinzip meine Tasten und Lampen mit einem Interface, mit einem GPIO-Interface, damit diese Hardware, diese Hardware, die sogenannte DIM- und KDO-Funktionalität für den Regisseur. Der Tonmeister hat einen Fußschalter. Der kann also im Prinzip hier Kommando über Fußschalter machen, damit alle Kommunikationen funktionieren. Ja, und das sind dann im Prinzip die Programmierstile, so wie das QSIS ermöglicht. Vielen Dank für euer Interesse, fürs Zuschauen. Über eine Kontaktaufnahme freue ich mich und wünsche was. Bis bald. Tschüss.